Grüße! Ja, ihr habt mich ja vorhin schon gesehen bei der Podiumsdiskussion, wo es ja mit Silverblue und ähm, MicroS ging. Und ja, nun möchte ich natürlich selber einen Vortrag halten zu MicroS Desktop, Auswahl der Desktop-Oberflächen vergrößern. Mein Name ähm, ist Steve Zapka. Ich selber, ähm, ja, ich switch erst erstmal weiter ähm, zum Inhaltsüberblick. Kleiner kommt erstmal eine Kurzvorstellung zu mir selber, dann ein paar Daten und Fakten speziell zu OpenSUSE MicroS. Anschließend äh, werde ich mein Projekt OpenSUSE Baldor vorstellen, das ist quasi OpenSUSE MicroS mit dem XFCE Desktop, ja, richtig gehört. Ähm, dazu dann die Installation und Einrichtung und anschließend nochmal so ein kleiner Rundgang. Genau, so. Jetzt was zu mir. Ähm, mein Name ist Steve Zapka, wie ihr vor uns schon gehört habt. Ich selber bin ja noch 30 Jahre jung bzw. alt, hauptberuflich als Fachangestellter für Bäderbetriebe unterwegs und nebenberuflich selber als Softwareentwickler und Linux-Enthusiast unterwegs. Das heißt, ähm, ich selber bin eigentlich spezialisiert auf CAD-Anwendungen. Die ich unter Linux portiere, also zum Beispiel die Anwendung Fusion 360 oder Rhino 3D oder SolidWorks. Solche Anwendungen portiere ich ähm, unter Linux mit Hilfe von Wine. Das ist eigentlich so mein Spezialgebiet. Und jetzt seit knapp über einem Monat halt habe ich mit dem Projekt um SUSE Baldor angefangen. Ansonsten bin ich halt auch Mitglied beim Autodesk Group Network und seit einiger Zeit auch Redakteur bei der YNHQ Facebook-Seite. Genau. Und ansonsten in der Vergangenheit habe ich unter anderem auch hier diese Linux-Tage mal äh, unterstützt gehabt als Sponsor. Und genau. So, kommen wir mal direkt zu den Daten und Fakten. Was ist eigentlich Open im Micros? Ähm, OpenSUSE Micros ist ein modernes äh, Linux-Betriebssystem bzw. eine Linux-Distro, auf dessen Basis quasi ähm, oder die Grundbasis ist quasi ObenSUSE Tumbleview. Ähm, Opensuse Tumbleview, wie vielleicht der eine oder andere ähm, weiß, ist das quasi eine Distro, wo ständig alles auf dem aktuellen äh, Stand gehalten wird, also sei es die Pakete, sei es die ganzen Apps und so weiter. Das setzt man quasi hier bei dieser Distro-Variante als Unterbau ein und äh, das Ganze aber als Read-Only-Dateisystem. Das heißt, die Root-Ebene ist bei diesem System hier komplett getrennt von der Benutzerebene. Das verhindert natürlich zufällige oder absichtliche Änderungen am eigentlichen System. Ich betone natürlich hier auch absichtliche Änderungen. Ähm, weil ähm, die Sicherheit bei diesem System ist natürlich ähm, weitaus höher, also die Messlatte weitaus höher gelegt als zum ähm, normalen oder zur normalen Linux-Distro, wo quasi jede Änderung, die man macht, ob man irgendwelche Pakete installiert, irgendwelche Anwendungen installiert, die greifen dann sofort. Und bei diesem System hier ist es aber so, dass quasi mit jeder Änderung, die man am Root-System oder der Root-Ebene macht, wird ein Snapshot gemacht. Und diese Änderungen greifen im Normalfall erst nach einem Neustart. Es gibt natürlich noch einen Trick, wo man auch jegliche Änderungen, also nicht alle Änderungen, aber so kleine Programme wie Neofetch oder so, kann man auch ähm, direkt in das neue Snapshot wechseln, ohne dass man einen Neustart machen muss. Genau. Ähm, Transactional. Äh, ja, diese Transaktionalisierungstechnologie wird hier verwendet. Das heißt, ähm, man arbeitet nicht mehr direkt ähm, mit, also Super wird zwar verwendet hier unter der Variante, aber der Befehl lautet dann hier halt ganz anders, nämlich ähm, Transactional minus Update und dann PKG in und dann folgen halt die Paketnamen, so wie man es halt mit Super macht. Man kann Zipper nach wie vor auch verwenden im Terminal, um zum Beispiel nach Paketen zu suchen. So habe ich das zum Beispiel gemacht, um halt die ganzen Pakete rauszusuchen, die für die XFCE Desktop-Umgebung wichtig sind. Genau. Welche Besonderheit gibt es noch? Es gibt hier bei und Micro es die Besonderheit mit dem Heal-Checker. Das ist quasi so eine Auto-Rollback-Funktion. Mit der man quasi die Möglichkeit bekommt, dass, wenn im Hintergrund die Aktualisierungen stattfinden, also man selber hat eigentlich, wenn man jetzt äh, oben süße MicroS mit einem Desktop installiert hat oder auch ohne, ähm, hat man eigentlich mit diesen ganzen Updates an sich nichts zu tun. Das passiert alles im Hintergrund vollautomatisch. Und wenn jetzt dort neue Updates eingespielt werden und man startet dann das System neu, dann wird erstmal geprüft, ob alles funktioniert oder ob nicht doch irgendein Paket mit dem anderen Paket äh, sich beißt. Und wenn da ein Fehler auftaucht, dann wird einfach wieder das ältere Snapshot quasi äh, gestartet und man landet quasi in einem funktionsfähigen System. Anschließend wird natürlich dann, wenn es dann wieder eine Neuerung gibt, also sprich äh, die Pakete sich geändert haben, irgendwann wieder ein, ein Update. Äh, durch äh, vollzogen dann startet das system später wieder neu und wenn das dann funktioniert dann startet er auch die neue snapshot-variante genau ansonsten ist es kompatibel mit bestehenden OpenSUSE suse oder suse-enterprise-umgebung weil es gibt ja nicht bloß die, äh, ja, die OpenSUSE suse micros variante mit der basis OpenSUSE suse View, sondern es gibt auch noch die andere variante äh, diese stable-variante die quasi als unterbau ähm, lieb verwendet, genau, beziehungsweise halt äh, die Pakete von ähm, Suse direkt. Ansonsten container Workload mit automatisierter Verwaltung und Patching, Cloud-Init für die anfängliche Systemkonfiguration während des ersten Starts in der Cloud, einschließlich OpenStack ist möglich, computer und in Oh, ich spreche hoffentlich jetzt richtig aus. In jetzt für die anfängliche Systemkonfiguration während des ersten Starts auf allen anderen Images. Ähm, bei der Variante bin ich gerade dabei, auch eine eigene Live-Image zu bauen für oben dieses damit man dann später das Ganze auch ähm, ja, von einer Image-Datei direkt starten kann bzw. installieren kann. Denn. Meine Variante mit der XFCE Desktop-Umgebung ist noch nicht im offiziellen Zweig drin und äh, komme ich dann später noch drauf zurück. Ähm, denn es ist halt auch erstmal seitens der äh, OpenSUSE-Entwickler auch nicht geplant, weitere Desktop-Umgebungen nämlich hinzuzufügen. Genau. Ansonsten erhält man noch den Podman, äh, diese Podman Container Runtime, äh, quasi mit dem Distrobox, wo man die Möglichkeit hat, Quasi ähm, verschiedene Container zu erstellen, wo zum Beispiel dann Ubuntu drinnen läuft, wo ähm, OpenSUSE Tumple View läuft und wo man in dem Container auch noch verschiedene Anwendungen bzw. Pakete installieren kann. Äh, genau. So, jetzt habe ich hier in dem Beispiel mal OpenSUSE äh, Aeon genommen. Vorher war es ja damals OpenSUSE MicroS Desktop, wo dann halt KDE. Und GNOME und die anderen System Roles ähm, mit in integriert waren. Man hat sich dann aber irgendwann dazu entschlossen, dass man halt ähm, ja, verschiedene Namen vergibt für die GNOME und KDE Variante. Da muss es wohl im Hintergrund auch ein paar Probleme gegeben haben, meine Vermutung. Ähm, jedenfalls zur Veranschaulichung habe ich jetzt mal direkt hier dieses äh, Bild genommen von SUSE direkt was auch Richard, äh, Richard Brown bei den, oh, ich komme gleich gar nicht, der hatte das jetzt erst vor kurzem bei so einem Event gehabt. Ich würde es dann im Nachgang auch nochmal reinschreiben in den Chat, da könnt ihr euch auch das Video nochmal speziell anschauen, wo er auch nochmal die ganzen Neuerungen zu dem Obensuse Aeon vorstellt. Aber jetzt erstmal vom Aufbau her hier, ist es bei Obensuse Baldor ähnlich wie unter Aeon. Man hat quasi unten, wie man schön sehen kann, das Base OS, wo dann quasi bei mir statt GNOME äh, XFCE mit drinnen ist. Darunter natürlich das Micro OS. Und äh, wie man dann weiter rechts auch sehen kann, sind halt diese klassischen RPM-Pakete von Tumbleview, die dann halt in die einzelnen Schichten äh, hochgehen. Ja, das wäre halt dann erstmal die Graphical Applications wo man quasi wenn man äh, oben so micros mit gnome kde oder xfce installiert ähm, die anwendungen erhält als flatpak-variante und darüber hinaus hat man dann noch die möglichkeit mit der nächsten ebene darüber mithilfe von podman bzw. distrobox natürlich noch weitere container anzulegen wo man dort halt auch speziell nochmal anwendungen Installieren kann, falls diese als Flatpak-Variante nicht vorhanden sein sollten. Und diese Anwendungen, die dann beispielsweise in diesem in Distrobox, in diesem extra Container installiert sind, kann man dann per Distrobox-Export direkt wieder in die normale äh, Benutzerebene reinholen. Genau, so muss man sich das vorstellen. Also, es ist wirklich so bei Oben-System Micro, ich betone jetzt mal mit Absicht Desktop, so gedacht, alle wichtigen Pakete, Treiber, sei es für Grafikkarte etc., installiert man in die Root-Ebene. Alles, was grafische Anwendungen angeht, sei es der Webbrowser, sei es Gnome-Calculator und so weiter, als Flatpak-App ausliefern. Und falls das nicht vorhanden ist, dann greift man quasi drauf zurück auf diese Distro-Box-Variante mit dem Container. Genau. Und darüber hinaus hätte man dann noch optionale Sachen, zum Beispiel, wenn man sich eigene Skripte oder sowas baut. Genau. So, kommen wir zum nächsten. Hier habe ich jetzt mit Absicht mal eine Tabelle aufgestellt. Oben Suse ganz klar, Gnome. Oben Suse Baldor. Ja, ich habe dem Kind, wie gesagt, auch einen Namen gegeben. Ich bin der Meinung, man hätte es einfach bei Oben Suse Microsoft Desktop belassen sollen, weil... Diese ganzen Namensgebungen, sind wir doch mal ehrlich, die verursachen nur Verwirrung. Aber ich bin einfach mal mitgezogen und genau. Dann haben wir noch auf der rechten Seite oben Suse Kalber, was ja quasi KDE Plasma ist. So, kommen wir erstmal zu Aeon. Wenn man das Ganze installiert hat, kommen wir ungefähr bei 1200 RPM-Paketen raus und bei ca. 10 Flatpacks. Wobei ähm, hier sei wichtig erwähnt, es sind im Endeffekt eigentlich nur drei Flatpack-Anwendungen und das ist einmal Firefox, einmal ähm, der GNOME-Calculator und der von, na, von GNOME halt der Standard-Editor. Ähm, ich komme jetzt bloß gerade nicht auf den Namen. Diese drei Anwendungen sind dann quasi vorhanden. Der Rest... Quasi in diesen 10 Flatpack, egal ob jetzt bei Aeon, Baldo oder kalba sind quasi nur diese ganzen ähm, Runtimes beziehungsweise diese Bibliotheken, die benötigt werden, um quasi diese Anwendungen darstellen zu können. Genau. RAM-Auslastung, ich habe es mit reingenommen, aber sind wir ehrlich, das ist bei jedem System eh unterschiedlich und in der Regel, je mehr Arbeitsspeicher vorhanden ist, umso mehr Ziehen. Die, sich, äh, die einzelnen Desktop-Umgebungen halt auch. Aber so in der virtuellen äh, Umgebung von KVM habe ich das mal halt ähm, gemessen gehabt. Da war es bei AEON ca. 850 MB, bei Baldur knapp 620 MB und kalba 780. Genau. Als Software Center kommt bei Aeon wie auch bei Baldur das GNOME Software Center zum Einsatz. Ähm, unter XFCE wird es ja in der Regel eigentlich kein Software-Center geben. Da aber unter Ubuntu zum Beispiel, ähm, unter Xubuntu, wenn man es genauer nimmt, dort ebenfalls der Gnome-Software-Center verwendet wird, habe ich mir gedacht, okay, baue ich das ja auch ein, damit der Endanwender nicht mit dem Terminal unbedingt in Berührung kommen muss, sondern direkt ebenfalls eine grafische Verwaltung hat, um halt die ganzen Apps zu installieren, zu deinstallieren und so weiter. Kalber kommt natürlich mit KDE, also Discover, aus, ebenfalls mit der FlatHub-Integration. Und genau, wie erwähnt, Aeon und Kalber sind offiziell in im, den Images enthalten, wenn man jetzt äh, oben SUSE Micro -S sich halt herunterlädt, dann hat man das dort auch während der Installation als System Role. Ähm, bei Baldo ist es aktuell nicht der Fall, da man sehr vorsichtig momentan ist mit dem Hinzufügen weiterer Testumgebungen. Ähm, wie man auf der rechten Seite auch unschwer erkennen kann, Weiterentwicklung erfolgt unregelmäßig bei Kalba, also sprich bei der KDE-Plasma-Geschichte. Denn das Ganze wird dort nämlich auch von einem Mann supported. Und ich habe mal bei GitHub direkt reingeschaut, was da so eigentlich passiert, was dort halt so gepusht wird oder auch nicht gepusht wird. Und da ist mir halt aufgefallen, dass viele Sachen halt nicht gepusht werden, wo bestimmte Bugs halt äh, gefixt werden könnten. Unter anderem habe ich selber mal oben süße Kalber an einer virtuellen Maschine installiert gehabt. Und er hat zum Beispiel diese First Boot Configuration, die eigentlich dafür sorgt, dass ähm, die Flat, Hub-Integration dann eigentlich auch funktioniert, dass man halt die Flatpak-Apps installieren kann und so weiter. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe das zweimal wiederholt, es hat bei mir nicht geklappt. Also falls es bei euch funktioniert hat und da oben Süße Kalber, dann lasst mich das ruhig mal wissen, indem ihr das dann später in den Chat reinschreibt oder halt in der Fragerunde dann. Gut, Baldo, automatische GBU-Treibererkennung und ähm, Installation. Ähm, da ist natürlich nicht bloß die GPU-Treibererkennung bzw. Installation äh, gemeint, sondern auch die äh, USB-CC-ID-Treiber für äh, Chip- und Smartcard-Interface-Devices. Das bedeutet, mein Skript, was ich erstellt habe, schaut nach, welche Grafikkarte bei euch verbaut ist und installiert dementsprechend dann noch weitere Pakete, damit ihr später, falls ihr Lust habt zum Zocken, ähm, auch alle Pakete vorhanden sind damit ihr dann halt auch spielen könnt. Ansonsten äh, mit den USB CC ID Treibern ist es halt damit gemeint, dass wenn ihr zum Beispiel, ich mache jetzt keine Werbung, aber wenn ihr einen YubiKey besitzt, den steckt ihr an, könnt direkt ins Web Interface gehen, könnt eure Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, beziehungsweise gibt es auch von diesen Yubico Authentificator als Flatpak App und der funktioniert ebenfalls nur, wenn diese bestimmten Treiber installiert sind. Das Gibt es bei AE nicht und das gibt es auch bei Calber nicht. Da müsst ihr selber übers Terminal, über diese transactional update Geschichte erstmal diese Pakete installieren. Komme dann aber später hoffentlich noch da drauf zurück. Genau. Das ist erstmal so der grundlegende Unterschied zwischen den drei Varianten, also als Desktop. Gut, kommen wir mal direkt zu oben, süße Microsoft nochmal mit dem XFCE. Oben süße Baldo, den Namen habe ich vergeben. Wird ausgeliefert mit der wunderschönen und stabilen XFCE Desktop Environment sowie verschiedenen Tools und Treiber. Außerdem habe ich natürlich die Tastenkürzel für diese XFCE bzw. Flatpak-Umgebung angepasst, da ja die ganzen Anwendungen ja als Flatpak-App installiert werden und nicht in der Hut-Ebene. Und somit funktionieren natürlich diese ganzen Shortcuts hier unter oben -Suse Micro microS natürlich nicht. No, und dafür habe ich dann speziell das Ganze angepasst und die Tastenkürzel werden bei der Installation von OpenSUSE Süße Baldur auch automatisch bei dem jeweiligen Benutzer mit äh, eingerichtet, dass der dann sofort loslegen kann. Ansonsten, wie gesagt, alle Anwendungen, Browser, Codecs und so weiter werden von Flatpacks, von Flathub bereitgestellt und können über das Software Center installiert werden. Links auf dem Bild sehen wir mal die klassische Variante, wenn das Ganze installiert ist, circa gesagt, 1191 RPM-Pakete sind es, um genauer zu sein. Und rechts, ähm, so wie mein System jetzt gerade ist, eingerichtet, ähm, jetzt habt ihr mittlerweile 1736 RPM. Und ja, wie gesagt, hängt euch näher an der Zahl mit den 53 Flatpak-Apps auf, weil wie vor uns bereits erwähnt, von den 10 sind eigentlich bloß drei, die, äh, drei davon diese Apps, die man auch zu Gesicht bekommt. Genau. So, GNOME Software plus Flathub Integration, das ist voreingestellt bei dem Skript. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das FlatSeal noch mit einbaue, denn wer es vielleicht noch nicht kennt, FlatSeal ist quasi so eine Flatpak-Anwendung, mit der man die ganzen Permissions einstellen kann für jede App, die man installiert hat, beziehungsweise man kann es auch global machen. Und ich selber nutze halt FlatSeal zum Beispiel. Um äh, bestimmte Konfigurationen ähm, anwenden zu können in Bezug auf meinen 4K-Monitor. Denn ich habe festgestellt, wo ich das ganze Pro Projekt hier ähm, ja, auf die Beine gestellt habe, dass es so ziemlich, ja, so gut wie gar keine ähm, optimierten 4K-Teams gibt für den XFCE Desktop. Und ja, ich habe dann selber natürlich mir dann direkt äh, das Nordic-Team geschnappt, habe das Ganze natürlich für die 4K-Auflösung äh, optimiert. Dazu habe ich dann natürlich auch noch ein Projekt erstellt. Aber ja, das kann man natürlich dann alles direkt über FlatSeal konfigurieren. Ansonsten, egal ob Aeon, Kalba oder Baldor, alle FlatPack-Apps werden standardmäßig im User-Mode installiert. Das heißt, die Apps, die man installiert, sind auch nur für den jeweiligen äh, Benutzer vorhanden und nicht ähm, irgendwo systemweit für alle anderen Benutzer äh, installiert bzw. erreichbar. Genau, hat ja schon erwähnt, äh, alle Anwendungen als Flatpacks, wenn das nicht der Fall ist, dann mit der Distrobox-Variante. Kommen wir jetzt direkt zur Installation. Die Basis äh, für OBensuse Baldor ist natürlich MicroS. Da es aktuell nicht in dem offiziellen Image vorhanden ist, ist, es, ist die Installation natürlich ein bisschen ja, kompliziert. Ähm, deswegen als Einsteiger mh, sollte man sich das überlegen, ob man den Schritt wagt. Für die, die ein bisschen mehr Kenntnisse haben, was die Kommandozeile angeht, äh, da ist, kann man das auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, für Einsteiger... Da schaut euch dann bitte nochmal die Videos an auf meinem YouTube-Kanal Crying Fly. Da habe ich das Ganze auch nochmal ähm, ähm, besser erklärt und dargestellt. Wie gesagt, für, an für Einsteiger hm, würde ich jetzt Fleisch noch nicht machen. Dann beschäftigt euch lieber erstmal mit Omsüße äh, Aeon beziehungsweise Calva. Genau. Ansonsten als System Role wird quasi direkt Micro -S ausgewählt, wenn man die Installation hier macht. Ähm, wie man sieht, MicroS äh, wird dann ausgeliefert mit dem äh, Transactional Update PKG in, das steht ja dort auch schon da, mit dessen man quasi diese Super-Variante macht, dass man dann halt die Pakete installieren kann. Im nächsten Schritt während der Installation ähm, habe ich halt festgestellt, dass bei der System Roll, also hier bei der MicroS-Geschichte, Standardmäßig eine separate Partition für das War-Verzeichnis erstellt wird. Und bei AEON und kalber wird ein Sub-Volume erstellt unter dem Roots-Verzeichnis. Äh, und das kann man natürlich ändern oder auch lassen, je nachdem, was für euch selber, für euer ähm, für euer Einsatzszenario besser ist. Ich selber habe mich natürlich orientiert an AR und deswegen habe ich natürlich dann direkt ähm, die, das Partitionsschema dann geändert und habe quasi statt der separaten Partition für das Warverzeichnis ähm, ein Subvolume erstellt. Und das geht eigentlich ganz einfach, wenn man quasi diese Installationszusammenfassung ähm, sieht, bevor man dann auf Installieren klickt, hat man ganz oben links quasi die das das Menü mit der Partitionierung. Wenn man da reingeht, erhält man auf der rechten Seite dann erstmal die Anzeige, was aktuell gerade vorgeschlagen wird. Und dann kann man auf Expert Partitioner gehen, wo man dann wieder zwei Möglichkeiten hat: einmal äh, mit dem Vorschlag arbeiten oder mit den vorhandenen Partitionen arbeiten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt bitte das Vorgeschlagene, außer ihr habt mehrere Festplatten im System, dann baut es bitte selber. Genau. Im Beispiel jetzt aber mit dem vorgeschlagenen würde man dann quasi hierher kommen und dann würde man äh, diese extra Partition quasi in diesem Fenster hier löschen und würde dann äh, in das Rootsverzeichnis verzeichnis quasi dort gehen, wo man die ganzen Subvolumes sieht und würde dann einfach unten auf Add Subvolume gehen. Hier sind natürlich jetzt alles auf Englisch, weil ich denke, der eine oder andere aus dem englischsprachigen Raum wird bestimmt auch hier diese Präsentation sehen. Deswegen habe ich das auch bewusst auf Englisch gelassen. Genau, auf Add Subvolume. Und dann ähm, gibt man quasi einfach diese ähm, Add slash War ein, erstellt das Ganze und dann existiert auch dieses Subvolume dafür. Ja, wenn man dann im rechten Bild das Ganze bestätigt, kommt natürlich dieser kleine Hinweis mit den 5 GB und ButterFS und so weiter. Das kann man aber ignorieren. Ignorieren in Klammern. Wichtig, hier habe ich jetzt, glaube ich, ein Beispiel erstellt mit 20 GB. Das ist ja sehr wenig. Ich empfehle euch auf jeden Fall mehr. Also, ich würde mit 50 GB arbeiten. Selbst das könnte unter anderem, je nachdem, was ihr eingestellt habt mit den Snapshots, ähm, eng werden. Genau, aber in dem Beispiel habe ich jetzt 20 Gigabyte genommen. Das hat auch alles super geklappt und läuft auch in der VM. Aber mein System, was ja jetzt hier gerade läuft, ist auch umsüße Baldur. Gut, anschließend, äh, ja, habe ich das auf der linken Seite mal durchgestrichen oben mit der Partitionierung und man hat natürlich noch weitere Optionen, wo man zum Beispiel die Software anpassen kann. Aber wenn ihr dort auf Software klickt, na Gerade damals bei, ich glaube, bei Leap oder Tumbleview war das ja der Fall. Da konnte man ja auch als System Roll kein XFCE oder Cinnamon oder sowas auswählen. Ihr braucht sie gar nicht erst probieren. Ihr bekommt dort nicht die Option, dass ihr XFCE oder Cinnamon oder sowas installieren könnt. Das existiert einfach da nicht. Genau. Ihr könnt natürlich dort zwar noch andere Pakete ähm, zusätzlich installieren, wenn ihr das wollt, aber. So, die klassischen anderen Desktop-Varianten könnt ihr dort halt nicht installieren. Ansonsten, äh, weil ich vor uns bei der Podiumsdiskussion das Thema ja hatte mit der Bridge-Funktion, falls ihr mal KVM oder so nutzen wollt, hier unter oben soße Micros, könnt ihr direkt, wenn ihr natürlich einen separate ähm, LAN-Anschluss habt, könnt ihr direkt unter Network Configuration gehen und könnt direkt dort eine Netzwerkbrücke, also diese. Ja, Bridge erstellen. Also das würde ich euch direkt empfehlen, macht das gleich während der Installation in nicht hinterher. Ähm, das funktioniert für Aeon, für Calber und halt auch für alle anderen Sachen halt. Genau. Gut, ansonsten dann einfach klassisch auf Install klicken und anschließend würde man dann ähm, nach dem Neustart in der Kommandozeile landen. Natürlich wäre dort kein NeoFetch vorhanden, außer ihr habt das während der Installation Wurde bei den Software halt extra mit äh, ausgewählt, dass das mit installiert wird. Ansonsten, ich selber habe es natürlich schon so gemacht hier für das Bild. Ähm, das seht ihr auch nochmal. Das sind knapp 320 RPM-Pakete. Das ist quasi wirklich die Basis von Open SUSE Micros. Sind eigentlich 319, wenn man jetzt NeoFetch wegnimmt. Und wie man jetzt halt auch unschwer erkennen kann, das ist halt jetzt dieses Problem aktuell. Dass man, ähm, wenn man oben Süße so Baldur einrichten möchte, halt diese lange äh, ja, Befehlskette eingeben muss. Und deswegen auch hier muss auf die richtige Schreibweise, Schreibweise geachtet werden. Sonst ja, passiert einfach nichts. Aber wenn man es richtig eingegeben hat, dann sieht man wie auf der rechten Seite, dass ähm, ja noch ist es so ein bisschen farblich bloß dargestellt, ähm, wird sich aber später noch ein bisschen ändern. Wird man direkt dann erstmal gefragt, ob man einen neuen Benutzer erstellen möchte? Wenn ja, dann kann man ein Benutzerkonto erstellen, ohne Root-Privilegien natürlich. Und anschließend vergibt man gleich direkt ein Passwort und danach wird auch direkt schon die Grafikkartenerkennung gemacht, die ganzen Treiber installiert, das äh, mit dem XFCE-Desktop installiert. Ähm, LightDM wird hier verwendet für den Login äh, Manager oder als Login Manager. Das heißt, auch nach dem Neustart, wenn alles ordnungsgemäß funktioniert hat, landet ihr direkt in der grafischen Umgebung, wo ihr euch mit eurem Benutzerkonto dann anmelden könnt. Ähm, hier ist jetzt noch, was, was mir das gerade einfällt, noch die alte Variante. Ähm, was heißt alte Variante? Man kann Zwecks der First Boot Configuration, was man ja hat bei Kalber und Aeon, war es bis gestern noch so, dass ähm, wenn man auf Nein gegangen ist, dass diese First Boot, Configur äh, ja, diese First Boot Configuration ähm, nicht in die äh, ins Roots-Verzeichnis abgespeichert oder abgelegt wird. Somit hätte man dann später das Problem mit der Einrichtung von Flatpak. Das habe ich aber heute noch alles gefixt, dass das trotzdem selbst wenn man keinen neuen Benutzer erstellt, dass das alles in die Root-Ebene äh, gepackt wird. Wer es genauer wissen will, ähm, dieses mod firstboot file wird unter das Rootsverzeichnis usr/bin abgelegt. Und da ist es dann völlig egal, ob man dann, wenn man dann später übers Terminal dann noch einen weiteren Benutzer hinzufügt, dann kann man direkt äh, diese Boot äh, diese first Boot Configuration aus dem Roots Verzeichnis starten und dann wird auch direkt der ganze ähm, Prozess gestartet, dass dann halt die Flatpak Umgebung eingerichtet wird auf dem jeweiligen Desktop von dem äh, neuen Benutzer. Genau. Genau. Nach der ersten Anmeldung, wie schon bereits erwähnt, findet dann diese Erstkonfiguration statt der Flatpak Runtime. Auf dem linken Bild sieht man das auch, dass ist identisch wie bei Aeon weil ich habe natürlich mich an Aeon auch orientiert so wie es halt auch ähm, Richard Brown ja auch vorgeschlagen hat und von daher mache ich das auch ähm, es werden auch die drei Sachen installiert ein Webbrowser sprich Firefox dann als Taschenrechner der GNOME Calculator und als Texteditor aktuell Mauspad. Da will ich aber wahrscheinlich zu der KDE-Variante switchen, ähm, weil die einfach viel, viel mehr Funktionen bietet. Aber mal schauen. Ansonsten, halt, wie gesagt, bin ich noch am Überlegen, Flatseal mit zu integrieren. Und hier auf der rechten Seite sieht man jetzt auch diese, diese Mod-Firstboot-Datei. Ähm, um genau zu sein, sogar bei dem Open Build System. Ähm, ja, bei der Seite, wo man quasi diese ganzen Packages und ganzen Images auch bauen kann. Und ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Bash-Datei, die da aufgerufen wird, wo halt erstmal abgefragt wird, ist das Internet überhaupt angeschlossen? Also hat man eine Verbindung nach außen zum Internet? Und wenn ja, dann wird erstmal ganz klassisch die FlatHub-Repository hinzugefügt und anschließend halt die Anwendungen installiert. Und zum Schluss das ist die besonderheit dann auch äh, habe ich dafür gesorgt dass natürlich diese mod first boot geschichte beim nächst, bei der nächsten anmeldung nicht mehr gestartet wird denn am ende des skriptes wird quasi eine, ein ja ein terminate befehl ausgeführt dass quasi diese, diese desktop datei ja also es ist ja so dass bei jedem benutzer wird äh, eine desktop datei zu dieser mod first boot erstellt und das Ganze ist natürlich dann abgelegt in dem Homesverzeichnis.config slash autostart. Und da drin ist dann halt diese Desktop-Datei. Und diese Desktop-Datei löscht sich dann mit Hilfe der Mod First Boot-Datei zum Schluss. Und somit findet diese erneute äh, First Boot-Configuration bei der nächsten Anmeldung dann nicht mehr statt. Aber man kann halt, wie gesagt, jederzeit das Ganze nochmal durchführen, falls irgendwas schief gegangen ist weil das ist so eine Sache, ich habe es erlebt unter Aeon, auch unter Kalba, unter Kalba mehr als unter Aeon, dass manchmal aus irgendeinem Grund die First Boot Configuration abgestürzt ist und ja, als Laie wüsste man dann nicht, was man machen soll und mit meiner Präsentation wisst dann natürlich jetzt, wie es geht, dass man trotzdem diese First Boot äh, Configuration erneut starten kann, weil unter Aeon, wie gesagt, das ist dasselbe Pfad wie bei mir unter wie gesagt, im Roots-Verzeichnis usr/slash bin und dann in dem Verzeichnis ist es drin. Genau. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal direkt zum Rundgang. Ich glaube, da sind auch viele gespannt, wie denn überhaupt mein Desktop hier aussieht. Ähm, da gehen wir mal hier raus und switchen mal direkt hier rüber. Ja, ich habe eine KI-generierte oder AI-generierte, äh, ja, ein Chamäleon, hier als Hintergrundbild und natürlich hier versteckt meine kleine Leiste, wo halt alle wichtigen Apps, die ich so benötige ähm, ja, drauf abgelegt habe und wie ihr auch unschwer erkennen könnt, ist das Design halt ähm, auch sehr angelegt an das Farbkonzept von oben, Suse also gerade wenn ich jetzt hier mal hier reingehe ins Verzeichnis, sind halt auch diese typischen Primärfarben, ähm, wobei jetzt ja diese Farben hier von Manjaro ähm, sind, aber das halt am besten auch zu dem Farbkonzept von oben Suse passt. Genauso habe ich dann halt hier auch speziell oben das ganze Farbkonzept auch noch mit reingenommen, dass man halt hier einfach ja, die Kalenderfunktion beziehungsweise die Uhrzeit angezeigt bekommt. Und ähm, ich selber bin halt immer ein Freund aufgrund meiner ganzen Tests, die ich so mache. Ich möchte natürlich immer wissen, was die aktuelle Temperatur von meinem Prozessor ist und von meiner Grafikkarte. Wobei Grafikkarte habe ich zwei Stück verbaut. Ähm um genauer zu sein, eine AMD Radeon Pro W6800. Die ist jetzt aktuell gerade auch hier aktiv für die Bildausgabe. Und das kleinere Schwesternmodell setze ich zum Beispiel ein, um das Ganze... Ähm im KVM-Manager halt durchzureichen an meine virtuellen Maschinen, falls ich diese Grafikkarte denn brauche. Na, in der Regel ver verwende ich natürlich diesen SPICE-Server, der reicht eigentlich aus, aber wenn dann doch mal grafik äh, äh, falls dann doch mal Anwendungen sind, die mehr Grafikspeicher benötigen, dann arbeite ich natürlich mit dem Durchreichen der Grafikkarte. Das klappt auch wunderbar. Und äh, dasselbe mache ich auch mit meiner Tastatur und Maus und allen anderen Endgeräten, die ich halt so benötige. Da habe ich allerdings eine extra PCI Express-Karte äh, verbaut, die quasi 3.1 äh, unterstützt. Und äh, mein Monitor, den ich ja quasi als Hauptmonitor habe, der hat einen physischen KVM-Switch und der ermöglicht mir quasi, dass ich hin und her schalten kann zwischen, meiner, zwischen meinem Gast und meinem Hauptsystem ja, physisch, davon gibt es nur wenige Monitore, die das tatsächlich beherrschen, denn die meisten unterstützen das bloß softwareseitig und da ist, ja, findet man das eher bei Windows, die Software, aber nie unter Linux, genau. Falls ihr euch dafür interessiert, welchen Monitor ich habe, dann einfach mal später ähm, nachfragen, genau. Und hier seht ihr jetzt auch ganz speziell, äh, verwende ich jetzt hier das Nordic Team, wobei der, glaube ich, genau hier, das Nordic-Team und ähm, hier speziell das WM-Team, das Nordic-V40-XHTP. Das ist quasi das Ganze, was von mir angepasst wurde, dass das hier auf dem 4K-Monitor auch alles korrekt dargestellt wird. Ich kann euch das ja mal ganz kurz demonstrieren, wie das aussieht. Ähm, gehen wir mal in die Fensterverwaltung. Und wenn ich jetzt hier das normale Nordic auswähle, dann seht ihr, dann sind die Buttons hier oben extrem klein. Ähm, normalerweise würde jetzt sich das andere auch noch verkleinern. Das möchte ich jetzt aber ungern machen, weil ich nicht weiß, wie sich das jetzt im Live-Betrieb jetzt hier verhalten würde. Aber ich denke, das sollte hier schon ganz gut demonstrieren, was passiert, ähm, wenn man halt hier oben so, so Micros mit XFCE hier unter einem 4K-Monitor verwendet gesagt, das Team habe ich speziell nochmal angepasst und ich werde auch in der nächsten Zeit noch weitere Teams bauen, ähm, die im Übrigen nicht, nicht bloß hier funktionieren und da oben so so Micro S, sondern auch auf jeder anderen Linux-Distro, wo man halt einen 4K-Monitor gerne verwenden will. Klar, es gibt hier diese ähm, Default-HTTP beziehungsweise hier die default äh, xhtp variante aber sind wir mal ehrlich, pff, die ist nicht wirklich hübsch. Genau. Ansonsten, eine weitere Einstellungen wäre dann im Erscheinungsbild, wo man dann natürlich hier ähm, weitere Designs machen kann für das Nordic, für die Symbole. Hier seht ihr auch Tela Circle, Manjaro Dark habe ich hier im Einsatz. Und bei den Einstellungen ist dann hier ganz wichtig, dass man Fensterskalierung auf 2x zwei, ja, zwei halt einstellt. Genau. Ansonsten, ähm, jetzt habe ich es geschlossen. Gehen wir mal zu den Shortcuts, was ich ja vorhin erwähnt hatte. Und die sehen wie folgt aus. So kann man sich das Ganze vorstellen. Auf der linken Seite sehen wir auch überall Flatpak, Run, Org, Gnome, Calculator. Na? Und da spreche ich halt bewusst äh, mit den ganzen Shortcuts auf der rechten Seite. Das sind dieselben wie beim normalen XFCE zum Teil nur dass ich dann halt hier die Befehle geändert habe, dass dann halt auch die richtigen Anwendungen gestartet werden. Natürlich, standardmäßig, egal ob bei Aeon, Calber oder wie hier bei Baldor, werden natürlich nur drei Anwendungen installiert. Aber ich habe schon vorgesorgt, falls ihr mehr Anwendungen installiert, also so diese typischen Standardanwendungen unter dem XFCE-Desktop hier unter oben, Suse, dann könnt ihr direkt mit den Shortcuts arbeiten. Also, da habe ich die Arbeit euch direkt abgenommen. Es werden voraussichtlich noch ein paar weitere Folgen, aber ich wollte halt natürlich dem Endanwender das so einfach wie möglich machen. Deswegen ja auch das Gnome Software Sender. Und genau, das wären dann halt diese ganzen Shortcuts. Ähm, nein. So, jetzt gehen wir noch auf den Punkt mit dem Flat Ziel ein. Das kann ich euch nur. Wirklich empfehlen installiert euch das wenn egal ob ihr jetzt mit oben so, so micros ähm, also mit Baldor AE oder kalberarbeit ähm, oder halt mit silver blue installiert euch macht's bitte weil ihr könnt hier diese ganzen permissions ändern ihr könnt es global für alle anwendungen inst, ähm, machen oder halt für jede app einzeln und was ich zum beispiel gemacht habe ist damit auch hier bei jeder Flatpak app auch natürlich mein Team, beziehungsweise auch die Icons greifen, habe ich das Ganze natürlich hier mit Hilfe von FlatSeal eingestellt. Natürlich kann man das übers Terminal machen, aber die Variante hier ist einfacher, unkomplizierter. So, und das ist eigentlich schon der Trick, wenn man dann unter Global runter switcht zu File System, dann erstellt man quasi hier diese zwei Ordner, nämlich im Home zeichen ist einfach ein Ordner.Icons anlegen und ein Ordner.Teams und da packt er halt die ganzen Sachen rein. Und dann unter Environment müsste natürlich dann hier noch sagen, ähm, der, den Flatpak-Apps sagen, welches Team geladen werden soll und vor allem auch welche Icons geladen werden sollen. Und diese Variante hier ist ganz, ganz wichtig, weil diese ähm, Skalierung für die 4K-Auflösung funktioniert nämlich bei Qt-Anwendungen nämlich auch nicht gleich out of the box, sondern dann müsst ihr hier einfach Qt-Scale-Faktor ist gleich 2 vergeben und dann wird zum Beispiel auch der VLC-Player, der ja so eine Qt-Anwendung ist, auch korrekt dargestellt mit der Schriftart. Ansonsten wäre nämlich der VLC-Player in der falschen äh, Darstellung. Also halt genauso wie vor uns gerade gezeigt mit den Fensterknöpfen äh, hier oben wäre die Schrift sehr klein, fast gar nicht lesbar, sage ich mal. Und das sind dann halt so die Tricks, die man anwenden kann. Genau. Ich selber setze natürlich jetzt hier ähm, oben so diese Microsoft in Kombination mit dem XFCE Desktop seit ähm, knapp, ich glaube, zwei Monaten ein, äh, schon ein. Ähm, das Projekt ist schon existiert über einen Monat. Und ähm, es war eigentlich bloß ein Projekt, also so ein Hobby. Ich wollte es mir dann selber einfach äh, einfacher machen, dass, wenn ich das System doch mal aus irgendeinem Grund neu aufsetze, dass äh, ich dann nicht mal wieder von vorne anfange, sondern einfach das Skript mir von GitHub runterziehe, das ausführe und dann direkt mein, mein System, so wie ich es habe, direkt wieder habe. Und dann kam aber von anderen Leuten auch die Frage: Hey, ich würde es auch gerne haben. Und ja, dann führte eins zum anderen. Genau. So, ansonsten würde ich noch kurz rüber switchen zu der Projektseite. Und dann kommen direkt schon zum Fazit und zur Fragerunde. So, das wäre meine Projektseite unter GitHub, unter meinem ähm, Namen Crying Fly, dann minus micros Und hier findet ihr eine ausführliche Anleitung, nicht nur speziell zu Aeon und Calva, sondern. Äh, falsch, nicht nur speziell zu Baldur, sondern halt auch zu Aeon und Kalber. Wie ihr zum Beispiel äh, den KVM einrichten könnt, wie ihr bei KVM die Grafikkarte durchreichen könnt, ähm, wie ihr zum Beispiel die virtuellen Maschinen auf eine andere Festplatte packen könnt, dass ihr die Festplatte woanders anstöpselt und dann meinetwegen unter Silverblue dort die. Äh, na, die. Ähm, den Gast quasi einfach ähm, starten könnt, wie ihr die einzelnen Flatpak-Runtimes, Apps einrichten, installieren könnt und ähm, zum Beispiel auch den o ähm OBS Studio beziehungsweise Elgato Stream Deck. Ja, richtig gehört. Ich selber verwende jetzt zum Beispiel auch gerade von Elgato das Stream Deck, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Das funktioniert prima unter Linux. Allerdings müssen da ein paar Konfigurationen getätigt werden. Aber das, ähm, ja, Findet ihr natürlich dann alles hier unten, indem ihr einfach weiter runter scrollt. Ähm, natürlich dann auch mit dem key stick äh, ja, mit den keys denn wie gesagt, unter Aeon und Calber wird das Ganze halt nicht standardmäßig äh, eingerichtet, dass man halt den Stick anschließen kann und dann halt sofort nutzen kann. Das gleiche mit KDE Connect, äh, beziehungsweise das Gegenstück für GNOME ist ja äh, das GS äh, Connect GNOME Extension. Das funktioniert natürlich auch ähm, nicht gleich auf Anhieb unter Aeon, sondern da muss man natürlich dann Firewall D einrichten und natürlich dann auch dort die Ports freigeben. Das taucht zum Beispiel in der offiziellen Wiki von ähm, OpenSUSE MicroS ähm, Aeon oder halt Calba nicht auf. Das findet ihr aktuell bloß bei mir hier in, der, ähm, ja, in meiner Wiki halt, solche speziellen Sachen. Das will ich natürlich alles noch rüber pushen in die offizielle Wiki. Ähm, aber aktuell findet ihr das halt hier. Und halt bei da unten halt, wie gesagt, das speziell zu süße Baldo. Ach, weil ich das hier gerade sehe mit den anderen Sprachen. Also wenn ihr jetzt aktuell süße Baldo einrichtet, kommt ihr, egal was ihr während der Installation von der Basisvariante von Micro S einstellt, ihr erhaltet ein, eine englische Oberfläche bei XFCE. Aktuell. Das funktioniert noch nicht automatisch dass da die richtige Sprache ausgewählt wird, bin ich aber schon momentan am Arbeiten. Aber ähm, wir switchen mal runter. Beste Lösung kann ich nur jedem empfehlen. Egal auf welcher Distro ihr unterwegs seid, geht einfach auf die ähm, Wiki von archlinux.org und da findet ihr wirklich so viele Hilfestellungen, die ihr auch auf anderen Linux-Distros anwenden könnt. Genau. So. Da kommen wir mal wieder zum Vortrag zurück. Ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich alles. Oh, hat gleich auf Anhieb geklappt. Fazit. Ja, heute treibt Linux viele Maschinen an, von Mobiltelefonen bis hin zu Tablets, Laptops und so weiter. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten unter oben zu MicroS, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Ist klar, entweder installiert man sich MicroS blank ohne Desktop oder halt mit Desktop. Dann, wie gesagt, man kann halt mit Hilfe von Podman und halt den Containern halt auch verschiedene Systeme ähm, einrichten auf dem MicroS-System, dass man halt zum Beispiel Ubuntu in einem Container laufen lässt oder Fedora. Man hat die Flatpak-Umgebung, wo man halt die neuesten Apps bekommt. Man hat den Unterbau von MicroS selber, wo man halt immer up to date ist. Wobei hier noch an der Stelle gesagt sein sollte, dass natürlich, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, dadurch, dass es TumbleView als Unterbau ist, ist es stabiler als zum Beispiel unter Manjaro, weil wobei unter Manjaro bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber unter Arch Linux ist es ja so, dass wirklich das Neueste direkt gepusht wird und bei TumbleView ist es ja so, da findet noch mal eine kleine Kontrolle statt, bevor das Ganze gepusht wird. Aber mit dem Heal-Checker ist ja kein Problem, wenn doch irgendwas nicht funktioniert. Ähm, während des Neustarts wird dann einfach automatisch das ältere Snapshot ausgewählt, bevor man quasi selber irgendwelche Änderungen gemacht hat. Und dann kann man mit dem System ganz normal arbeiten. Ansonsten gibt es natürlich auch einige Probleme. Nicht alle Desktop-Varianten werden aktuell unter OBS Micro OS unterstützt. Ähm, was meine ich damit? Das hatte ich ja jetzt gar nicht direkt gezeigt, aber wenn da noch Zeit ist, würde ich das noch, dann noch zeigen. Aber es ist so: Aeon und Kalber kann man während der Installation auswählen. Kein Problem. Was ich mache, ist nach der Installation, deswegen funktioniert ja auch mein Skript, man hat Zugriff auf die OpenSUSE TumbleView Repositories. Und dadurch hat man auch automatisch Zugriff dann nach der Installation auf die ganzen anderen Pakete und natürlich auch die Desktop-Umgebungen. XFC kann ich euch gleich sagen, ich habe dafür nicht nur eine Woche gebraucht, ich habe da, glaube ich, wirklich fast zwei Wochen dran gesessen, um das halbwegs reibungslos ähm, ja, umzusetzen, weil aufgrund der Transaction-Geschichte, also mit dem root-only-Dateisystem, ähm, muss man natürlich da ein paar andere Konfigurationen tätigen, dass natürlich während der Installation von den ganzen Paketen und natürlich auch der Einrichtung des Benutzers und, 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 dass natürlich das dann auch nach dem Neustart auch funktioniert und umgesetzt wird. Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ähm, aktuell habe ich natürlich auch ähm, Cinnamon und Marte sowie auch den budgie desktop getestet und kann ich euch versprechen, bei Cinnamon und Mate, ihr landet zwar auf dem Desktop, aber der ist völlig unbrauchbar. Da bin ich noch am Schauen, dass ich dort auch noch nachschaue, äh, woran es liegt. Also meine Vermutung ist, dass dort äh, ich halt ebenfalls wie unter XFCE noch ein paar Pakete äh, auswählen muss, also mitinstallieren muss. Das Ganze muss man natürlich manuell machen. Aber ihr seht, ich arbeite nicht nur an XFCE, sondern auch noch an den anderen, weil ich bin der Meinung, jeder Linux-User sollte das Recht haben, sich seine eigene Oberfläche auszuwählen. Nach wie vor. Egal, ob das jetzt hier ähm, ja, mit diesem Root-Only-Dateisystem äh, Root ist, also dass man halt das Ganze abhärten möchte äh, mit Aeon und Calber. Ich möchte halt, dass die anderen eigentlich auch mit reinkommen. Meine persönliche Ansicht, genau. Installation und Konfiguration sowie das Hinzufügen weiterer Funktionen ist natürlich, wie gesagt, schwer. Ähm, 4K-Themes hatte ich ja schon erwähnt und ganz wichtig, der letzte Punkt die Dokumentation, die man findet zum Teil im Internet sind zum Teil unvollständig und bei manchen Sachen fehlt es einfach, also ganz wichtiger Punkt deswegen habe ich das ja auch hingeschrieben, Erstellung eigener Images also wo ich mich hingesetzt habe, um halt so ein eigenes Image, so ein eigenen Image zu bauen mit Kiwi ähm, früher war das unter OpenSUSE viel, viel einfacher, um solche Images zu bauen. Jetzt muss ich sagen, für selbst welche, die mit Linux schon äh, ja, tiefer in der Materie sind, ist es echt schwer zu verstehen, solche eigenen Images zu bauen. Und vor allem dann noch on top, wenn man halt noch so ein System baut, wie ich jetzt mit dem OpenSUSE Micro S, wo halt ähm, die Root-Ebene von der Benutzerebene getrennt ist. Na, also mit TumbleView habe ich das ganz easy hinbekommen, so ein Image zu erstellen, aber mit Micro S in Kombination mit dem XFCE-Desktop, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also hier würde ich mir auch gerne wünschen, dass da die Dokumentation besser wird und ähm, mit Dokumentation meine ich nicht jetzt bloß im deutschsprachigen Raum, sondern generell in jeder Sprache, weil es gibt dazu auch nicht im englischsprachigen Raum. Deswegen habe ich den Punkt hier auch ganz bewusst mit reingenommen. Genau. Ähm, ich würde mal kurz nochmal auf den Desktop switchen, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Mit den Suchen der. Ähm, ich nur kurz sind du bist schon zehn Minuten über der eigentlichen Zeit. Okay, ich bin schon drüber. Dann würde ich bloß ganz schnell den Befehl eingeben und dann wäre ich auch schon direkt fertig. Na, also super, Search und dann einfach Desktop und dann bekommt man hier direkt diese ganzen Patterns und Desktops angezeigt. Mehr war es gar nicht. Genau. Ansonsten zum Schluss noch, ähm, ja, vielen Dank fürs, für, die, für, eu, für eure Aufmerksamkeit und natürlich ganz zum Schluss noch ähm, die wichtigen Links ganz zum Schluss noch reingepackt und hier nochmal vielen Dank an meinen Sponsor t forge Genau. Das war's und jetzt bin ich wirklich fertig. Danke. Dass ihr mich das überziehen lassen habt. <laughs> Gut, ansonsten, falls Fragen sind, dann natürlich weil wegen der Zeit einfach in den anderen Raum kommen und da könnt ihr mir alle Fragen stellen, die ihr wollt. Gut, dann vielen Dank.